Herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky. Wir sind auf der Suche nach Gravitnobellen, damit der Minotaurus dann auch mal abgeschlossen werden kann. Ich habe mich nochmal informiert und ja, man braucht feindliche Wächterplaneten. Was man aber auch braucht oder was es begünstigt, ist, wenn diese Planeten möglichst tot und leblos sind. Deswegen würde ich jetzt nochmal zum Schiff zurück und dann, also das können wir auch hier einmal gucken, ob wir vielleicht einen Planeten haben, der hohe Wächteranzahl hat, aber halt auch tot ist. Eisiger Planet. Sechseckiger Planet. Könnten natürlich nochmal nach Ride U13 fliegen. Wir sollten mal den hier ausprobieren. Ja, da sollten wir hin. Die waren ja sowieso ziemlich cool. Diese sechseckigen Planeten. Und die waren ziemlich tot. Sind natürlich jetzt wieder Special, aber ich hoffe einfach mal, dass wir auf so einem Special-Planeten dann schon eher was finden. Ist jetzt zumindest einfach mal meine Hoffnung. Dessen muss ich mal sagen, die Aufnahme läuft jetzt nicht mehr mit 60 Frames pro Sekunde, sondern mit 30. Das Ganze hat technische Gründe. Ich konnte jetzt noch ein bisschen die Bildqualität dafür noch ein bisschen hochstellen. Bei vielen Spielen hatte ich durchaus auch Probleme damit. Huch. Und deswegen lassen wir das jetzt so. Ich denke mal, es ist immer noch mehr als ausreichend. Da, wir müssen hier noch einmal über den Berg. Scheint sogar ganz gut zu funktionieren, hier über den Berg zu kommen. Was uns aber nicht davon abhalten soll, nochmal auszusteigen. Und nochmal zu gucken. Krass, da ist mal eine ganze Einrichtung da hinten. Aber nicht das, was wir suchen, leider. Schade. Naja, man kann nicht alles haben. Rum. Dass wir dann auch vernünftig hochkommen. Immer diese schöne epische Musik, wenn man wieder an ein neues Gebiet kommt. Gleich sind wir da. Schiff. Und dann fliegen wir zum sechseckigen Planeten. Wie hieß denn der nochmal? Ride U13. Ja, das ist tatsächlich kein Treibstoff gekostet. Sehr schön. So, ist einer davon. Ride 13? Ich glaube nicht. Ne? Das hier war der eisige Planet. Wir müssen jetzt erstmal nochmal wieder ein bisschen Tritium einsammeln. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, wir sammeln jetzt erstmal wieder ganz viel Gold und Silber.
Aber hier in so einem Asteroidenfeld ist das doch gleich viel angenehmer. Deutlich angenehmer. Ja, da müssen wir jetzt einmal durch ein bisschen sammeln. Tritt zum Hypercluster, das ist nett. So ein bisschen was Meditatives hier durch dieses Asteroidenfeld durchzufliegen und sie abzuschießen. So, Goldklumpen wird zu Gold, die werden zu Tritium. Jo. Wo ist denn mein Tritium? Da, 430. Ja, damit kann man doch mal arbeiten. So, Planeten. Hier hinter diesem Planeten befindet sich ein Planet. Da waren wir ja gerade. Das weit. Perfekt. So, jetzt hat er hier die falschen Sachen wieder sich gezogen. Nee. Sieht erstmal ganz okay aus. Ja. Also aggressive Wächter, unwirtlicher Planet. Tja, wer hätte gedacht, dass die Gravitnobelle hier das große Problem darstellen. So, wir können nochmal eben... Na. So, nochmal hier raus. Und jetzt können wir einmal so ein bisschen mittiger drauf gehen. Perfekt. So, wir sollen ja hier ins... Ne, Multiwerkzeug sollen wir was installieren. Das Kraftfeld. Dafür brauchen wir aber Ionakkus. Die müssten wir erst noch herstellen. Einen zumindest. Ja, machen wir ruhig mal zwei. Dann haben wir auf jeden Fall genug. Aber wir haben auch noch keinen Kabelbaum. Von daher ist das gerade auch ziemlich wurscht. Den müssen wir dann kaufen. Ich würde es ja auch immer noch feiern, wenn es hier tatsächlich sechseckige Planeten gäbe, die nicht rund sind. Aber das geht wahrscheinlich nicht. Ah, der ist schon cool. Einfach auch durch diese gelbe Atmosphäre wirkt das hier alles sehr, sehr golden. Gut, was haben wir denn da? Achso, nee, das sind Pflanzen. Oder Metalle. Das ist halt keine Struktur in dem Sinne, die irgendetwas tut. Meine ich zumindest. Ja, genau, davon gibt es halt mehrere hier. Können wir mal sowas machen? Ah! Ah! Da! Ein Hoch auf die Wikis. So, wenn wir uns jetzt den hier schnappen, diese zwei, haben wir gleich drei... Oh, ja, kriegen wir uns mal ein bisschen mehr. Genau, jetzt kommen nämlich die Wächter, die finden das nämlich überhaupt nicht lustig. Schiff. Beziehungsweise... Machen wir das mal so. Und dann setzen wir das jetzt einfach mal aus. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Ach, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, jetzt haben wir nämlich die Gravitnobelle. Können sie dann einbauen. Entdeckt? Gut. Welchen hat deaktiviert? Sehr gut.
So, da wir hier aber aggressive Wächter haben, fliegen ja draußen noch rum. Moment, da habe ich eben unser Raumschiff gesehen. Machen wir es mal so. Holen uns mal zu unserem Raumschiff hin. Steigen hier direkt ein. Und sind dann mal weg hier. Horrido. Ja, sehr gut. So geht das mit den Gravidnobelden. Landen, einsacken, fertig. Also merken wir uns, da gibt's welche. Wenn wir welche brauchen, dann auf jeden Fall da. Okay, die Frage ist, wo gehen wir als nächstes hin? Wir gehen erstmal zur Raumstation. Dann können wir ein bisschen Zeug verkaufen. Wir haben auch den Knochen im Inventar. Und einen Kabelbaum kaufen, dann können wir da mit der Mission kurz weitermachen. Ansonsten steht ja auch noch aus, was für unseren Wissenschaftler zu tun. Auch da werden noch weitere Räume dazukommen. Also diese Quest hat sich jetzt von der Hauptquest so ein bisschen abgespalten. Und diese Wächtermission müssen wir auch noch weitermachen. Also, ich bin noch nicht so ganz sicher, was wir jetzt als nächstes tun. Aber irgendetwas werden wir tun. Wie sieht das mit den Naniten aus? Wir haben schon wieder 300. Würde ich eigentlich nochmal gucken, ob wir da vielleicht auch noch was für unseren Minotaurus kriegen. Können wir uns erstmal auf den konzentrieren. Die anderen Exo-Fahrzeuge, da würde ich gerne auch nochmal irgendwas machen. Aber ich glaube, es macht mehr Sinn, sich jetzt hier auf einen zu konzentrieren. Und im Grunde würde ich gerne in der Basis tatsächlich auch nochmal so einen hinsetzen. Und diesen Raum für den Frachter, das wäre vielleicht noch das nächste. Genau. Ach ja. Wir kaufen einen Kabelbaum, sogar relativ günstig, und verkaufen. Hey, die Planetenkarten, ja, die müssten wir eigentlich auch mal machen. Die habe ich mir auch schon vor langer Zeit geholt. So, das hier für 600.000. Die Gravidnobelle werden wir auf jeden Fall behalten. Haben wir hier noch irgendetwas, was wir nicht mehr brauchen? Komm, kein Lust jetzt daraus, das Metall nochmal zu verarbeiten. Den Schleim behalten wir auf jeden Fall. Ja, passt. So, dann können wir jetzt hier... Zack, zack, Gravidnofeld. Kann man das irgendwie hier... Nee, ne? Das ist halt einfach eine Technologie. Wir sollen ein verlassenes Gebäude nach Nanit durchsuchen. Okay. Aber das muss ja nicht unbedingt hier sein. Protokoll. Nanit sammeln, um Technologie-Upgrades zu kaufen. Okay, dann holen wir uns erstmal nichts für den Naniten. Ich wollte ja eigentlich gar nicht rein. Wir können erstmal die Upgrades installieren. Dazu müssen wir wieder unser Exo-Fahrzeug rufen. Bevor wir das machen, gehen wir nochmal zum Frachter. Und bauen dort den Raum rein für die Exo-Fahrzeuge. Dass wir das immerhin rufen können, wenn wir im gleichen System sind. Das heißt, wenn man ein so eine Station pro System hinsetzt, ist alles gut. Also man muss dann nicht mehr auf jedem Planeten das bauen. Interessant auch immer, dass man da oben spawnt. So, weitere Möglichkeit, an Gravidnobelle zu kommen, wäre sonst auch gewesen, weiter Flottenmissionen zu machen. Da könnten wir eigentlich auch mal wieder was tun. So. Wirtschaftsspezialistenraum. Achso, die können wir natürlich jetzt auch hier, könnten wir die hinsetzen. Ne? Bauspezialist, Wissenschaftsspezialist. Flottenkommandoraum. Anbaukammer. Den Raffinerieraum können wir sogar schon bauen.
Dann hätten wir jetzt hier den orbitalen Exofahrzeugmaterialisierer. Dafür brauchen wir 3 Warpzellen. Wow, kriegen wir die gebaut? Wir brauchen davon 3 Stück. Die Materiegehäuse. 2, 3. Und wir brauchen 3-mal Antimaterie. Wir haben bereits eine Antimaterie. Jetzt haben wir 3. Können wir jetzt Warpzellen 3 Stück machen. Schön teuer. Ansonsten brauchen wir nur ein bisschen Gold und ionisiertes Kobalt, also nichts Dramatisches. Frage ist, wo setzen wir den Raum hin? Hier mit dran, das wird ein bisschen groß. Hier könnte man ihn mit dran setzen. Hier rein. Ne, wir machen das nochmal anders. Ich hätte gern noch ein vorher. Lagerräume ist natürlich auch nicht schlecht. Ich kenne einen Korridor, der hier rüber geht. Vielleicht bauen wir sogar mal 2. Gut, dass wir Tritium gesammelt haben. Dass es wirklich ein eigenständiger Raum wird. Jawohl. Nein, falsch. Okay, ist ja nicht schlimm. Wie könnte ich das wieder löschen? C. X. Wieder weg. Denn wir brauchen... Wo war das denn ja? Da. Zack. So. Haben wir jetzt hier gebaut als eigenständigen Raum und damit funktioniert das jetzt irgendwie. Das ist sehr gut. Raffinerie. Da müssten wir eigentlich mal wieder, ne? Zumindest den Schleim. Kann man. Aber wir können jetzt hier stacken. Dann dauert das 2 Minuten. Bleiben wir jetzt 2 Minuten? Eigentlich nicht. Ja. Was ich hier ansonsten eigentlich noch ganz gerne hätte, wäre so ein Speicherpunkt. Genau. Den aber eher am Anfang. Hier dürfen wir, glaube ich, nichts mehr reinsetzen. Aber hier können wir den, hier können wir den hinsetzen. Hier geht's nicht, aber hier auch dann Bau zu Ende ist. Jetzt wir ihn mal hier hin. Dann können wir nämlich jetzt auch hier immer, zack, direkt speichern. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, was steht noch an? Eigentlich steht hier sonst nichts weiter im Frachter an. Wir könnten sonst nochmal eine Mission losschicken, wenn wir noch genug Treibstoff haben. Hm, genau. So, Expedition. Was hätten wir denn da Schönes? Ausgeglichene Expedition hätten wir. Dann nehmen wir doch mal sowas. Da könnten ja sogar beide mitfliegen. Brauchen wir auch mehr Treibstoff, ne? Ah, das funktioniert nicht. Wenn wir den jetzt hier wieder rausnehmen. Brauchen wir 50. Haben wir nicht. Hm. Können wir unsere Flotte eigentlich ja verwalten? Weil da sah das noch ein bisschen komisch aus. Was ist denn hier mit der? Kleine Behälter. Können wir das bearbeiten? Wir gehen mal dort. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Das ist nämlich auch cool. Man kann nämlich hier auch drauf gehen. So, dann können wir nämlich hier mal gucken. So sieht das nämlich hier aus. Ist eigentlich auch mal ganz nett, sich das mal anzugucken. Ne?
Und die kleinen Behälter, aber ich glaube nicht, dass wir da irgendwas dran ändern können, weil man kann die halt auch reparieren, wenn die kaputt gehen. Das ist ein nanitenreicher Ort entdeckt. Ah nein! Jetzt machen wir das in diesem System. Naja. Ah ja. Das scannt man einmal ganz unbedarft. Na gut, dann machen wir das wohl hier. Macht ja nichts. Okay, wir gehen mal zurück zum Schiff. Ich glaube, hier ist nichts im Eimer. Aber ich finde das schon sehr, sehr gut, dass man hier drauf rumlaufen kann. Und wenn die halt beschädigt sind, dann kann man sie halt auch hier wieder reparieren. Man könnte jetzt hier auch nochmal hochfliegen. Und dann hier auf der Fregatte drauf rumlaufen. Na, da sehen wir den Nexus, die Raumstation. Irgendwo hier müsste ja auch unser Achter sein. Theoretisch. Ah, da unten. Da sehen wir unseren Frachter. Schön, schön. Okay. Reisenentität, unser Artefaktscanner ist voll funktionsfähig. Auf deinen Befehl werde ich die Systeme auf einen nahen Planeten ausrichten und den Scan starten. Oh, okay, ja, mach doch mal. Historische Daten enthüllt. Ach was. Das bringt ja sogar was, richtig hier auf die drauf zu gehen. Cool. Gut, das ist eigentlich ganz gut, dass wir hier sind, weil hier haben wir ja auch ein Exo-Fahrzeug eigentlich stehen. So, die Frage ist natürlich jetzt, hat das jetzt mit den 2 Minuten hier geklappt? Oder ist das jetzt wieder weggebuggt? Das sind immer so die essentiellen Fragen in diesem Spiel. Wir gucken mal. Funktioniert. Perfekt. So. Aber da wir jetzt ja weitermachen wollen. Quatsch. Machen wir nochmal ganz kurz das Inventarmanagement. So. Achso, die brauchen wir noch. Dann tun wir die erstmal ins Raumschiff. Das passt soweit. Eiweißperlen können erstmal auf den Frachter. Das kann im Grunde. Das lassen wir nochmal drin. Vitnobelle hatte ich eben raufgepackt. Ja, das passt eigentlich auch soweit. Alles klar. Dann zurück zum Raumschiff. Hatten wir hier einen Teleport installiert? Nee, ne? Haben wir noch nicht. Wir brauchen dringend mal diese Upgrade-Dinger. So. Dann würde ich eigentlich gerne mal zur Basis erst fliegen. Wo ist die denn, die Basis? Ah, hier. Da ist der Personalkühlschrank. Huch. Grußkanal laufen. Wie geht es deiner Flotte, Freund? Ist deine Crew glücklich? Bringt sie dir viele Units ein? Ihr werdet sehen, meine Crew ist glücklicher und lukrativer als jede andere. Fregatte inspizieren. Ja, Kapitän, Freund, wir werden uns sofort zu deinem Hauptschiff aufmachen. Was? Ist eigentlich nicht so berauschend. C. Aber 20 Erkundungen, das ist schon nicht schlecht. Also wir haben jetzt eine zweite Erkundungs... Ach komm, kommt dazu. Ihr macht mich glücklich. So, Fregattentreibstoff müssen wir da mal wieder machen.
Ist hier ein anderer Frachter? Scheinbar, ne? Das hatte ich auch noch nicht, dass sich da mal jemand mir angeboten hat. Ansonsten muss man dann mal hinfliegen und die anwerben. Keine Sorge, wir können die ja später dann auch mit Sicherheit wieder entlassen. Zurück in unserer Minibasis. Die Frage ist, haben wir hier noch unseren... Nee, haben wir nicht. Und ja, im Grunde würde ich tatsächlich jetzt das mal gerne machen, dass wir hier fest unseren Minotaurus haben. Dafür fehlen mir aber noch zwei Metallplatten. Wo haben wir die denn verbraucht? Jetzt fehlt wieder Ferritstaub. Gibt's doch nicht. Dann müssen wir wohl noch ein bisschen Ferritstaub mitschleppen. Sammeln wir hier einfach ein bisschen die Steinchen hier ein. Können wir auch noch ein bisschen Sauerstoff mitnehmen. Das ist mal eine Geode gibt es hier. So, das reicht erstmal wieder. Und dann können wir jetzt hier Exofahrzeug-Rufstation. Die müssen wir auch nochmal bauen. Nach Konstruktion kann der Nutzer jedes Exofahrzeug in seinem Besitz von überall her im System rufen. Verbindet sich mit dem Befehl. Okay. Dafür brauchen wir Uran. Okay. Aber das ist doch eigentlich genau das, was der Frachter jetzt für uns macht. Dafür haben wir den Frachter, die Frachtergeschichte doch gebaut. Wir werden das mal ausprobieren. Also der soll jetzt hier bleiben auf jeden Fall. Quatsch. Drei Manipulator. So, Basis. Und ein bisschen kleiner würde ich den gerne machen. So. Jetzt werden wir hier nicht so eine hässliche Lücke haben. Sehr schön. Das hier sieht jetzt aber auch nicht schön aus. Bisschen glätten. Ja, das ist okay. Ah, hier ist es nicht so schön. Ah, nein, das war wieder falsch. Erschaffen. So. Das ist hier so ein bisschen... natürlich wenigstens aussieht. Ich meine, mit Schnee ist es natürlich auch sehr dankbar. Das könnte ja auch so eine Schneeverwehung sein. Okay. Nein, C wollte ich nicht drücken. Das wollte ich auch nicht drücken. Das wollte ich drücken. So. Dann steigen wir hier mal eben ein, dass uns nicht so kalt wird. Und dann können wir jetzt den hier endlich installieren. Jawohl. Perfekt. So, und jetzt würde ich gerne was ausprobieren. Denn wenn das jetzt mit dem... Also mit dem Frachter sparen wir uns nämlich das Gebäude, was wir da eben gesehen haben. So rum nämlich. So. Jetzt fliegen wir zu dem Mond hier hin. Und da müssten wir jetzt den Minotaurus rufen können, weil wir den jetzt ja auch mit der Station hier in diesem System gebaut haben. Und das macht im Heimatsystem auf jeden Fall Sinn. Ich meine, es gibt später auch noch einen... Raum, noch einen weiteren Raum für den Frachter, womit man die immer rufen kann. Kann aber auch sein, dass ich mich täusche, dass es das doch nicht gibt.
was man dann aber freischalten muss über diese Upgrade-Module. Da müssten wir eigentlich auch mal gucken, dass wir mal rankommen. Oh ja, ne? Wie so viel langweilig wird es hier auf keinen Fall. Trostloser Mond. Na super. Mit einer hohen Wächteraktivität. Hier hätten wir vielleicht auch die Gravidnobelle bekommen. Wobei, das sind hohe reicht vielleicht noch nicht. Vielleicht muss das wirklich dann rot verfärbt sein und nicht orange. So, der lockt uns wieder ein bisschen woanders hin. Aber wir sehen das ja. Wo das Gebäude ist. Die Bremsen, bis wir landen. Ist es nicht? Egal, wir gehen hier trotzdem mal rein. Es ist auch nicht verlassen, ja stimmt. Es ist ein anderes Gebäude. Verrückt. Was haben wir denn hier für eine Waffe? A-Klasse. Alles klar. Gut, verbesserter Photonspiegel. Mittleres Upgrade für den Minenlaser ist halt so, naja. Aber wir wollten ja noch ein zweites haben. Y ist falsch. Wo ist denn das noch? Einstellungen, glaube ich. Genau. Multiwerkzeug tauschen. So. Dann gehen wir hier drauf. Vergleichen. Ah, jetzt habe ich nicht genug Geld. Schade. Eintauschpreis 940.000. Das hat einen Wert von über 3 Millionen. Wie frech. Oh, das hier ist ein richtig gutes. Na, schade. Aber gut, kann man nichts machen. So, Schuftergag. Der Händler blickt traurig auf die Tür der Einrichtung und beobachtet die kleinen Staubwirbel, die um die Tür herum eindringen. Er sieht so aus, als säße er schon eine Weile hier drin fest. Herr Händler, geben. Er beugt sich mit seinem Schnabel nach unten und pickt deprimiert auf seinem Exo-Anzug. Zerschlissen und voll mit Sand ist er für die gefährlichen Bedingungen, die draußen wüten, unzureichend gerüstet. Da kriegt man Natrium von uns. Der erleichterte Händler sondert ein Gaspaket ab. Die Luft um mich herum riecht nach Hoffnung. Er lädt die Energiezellen seines Anzugs auf und belohnt mich. Mit Fezium. Und wir haben Ansehenverbesserung. Das ist eh noch viel wichtiger. So, was hat er hier? Baupläne hat er. Was für Baupläne hat er denn? Oh, jetzt nichts Berauschendes. Erstmal auf den ersten Blick. Und was für Komponenten hat er? Ach, sowas. Okay. Okay, okay. Dankeschön. Schön, dass wir hier waren. Wir nehmen noch den Nanitaufen mit. Ist ja das, was wir eigentlich auch machen sollen. Okay. Dann probieren wir da hinten ja nochmal hin. Gehen wir nochmal hier rein. Aber interessant, ne? Hier ist ein ganz anderes Gebäude, als wir eigentlich hin sollten. Aber das macht ja nichts. Im Gegenteil. Das könnte ja auch ganz gut sein. Und im Grunde ist das jetzt ja auch nicht viel anders, was wir hier machen, als das, was wir dann ja in dem anderen Gebäude wollen. Naja. Perfekt. Passt noch ins Raumschiff rein. Ja, das kann man auch immer gebrauchen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Und suchen dann mal das verlassene Gebäude. Ja, in der Richtung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.